Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel. Damen und Herren, ich begrüße Sie heute in Heidhausen vor dem, Herr Behnert, bitte seien Sie nicht böse, wenn ich so sage, aber vor dem Ladengeschäft von Ihnen, Martin Behnert. Sie bieten hier etwas an, was, ich möchte mal sagen, in München sehr einmalig ist. Farbengeschäfte gibt es viele, aber so wie Sie Ihre Farben verkaufen, ist schon einzigartig. Sehe ich es richtig? Ja, wir verkaufen ja nicht Farben, sondern wir verkaufen Gestaltungen. Ja? Man muss unterscheiden zwischen Color und Paint, das sagen die Engländer. Ne? Der Color ist die Farbe als Gestaltung und Paint ist der Anstrichstoff. Und ein normales Farbengeschäft verkauft Anstrichstoffe. Wir verkaufen Gestaltungen. Wie kommt man auf so einen Beruf? Wie passiert sowas? Und vor allem, wie kommt es hier zu dieser Dependance in Heidhausen? Ja, indem man frustriert ist über das Bild der Städte und drunter leidet, wie so viele. Aber Sie haben ja wenigstens was daraus gemacht, ne? Ich habe was draus gemacht. Also, was heißt nicht ich, sondern meine Frau und ich und mein Partner, der Jürgen Opitz. Wir ziehen da alle an einem Strang, wobei der Herr Opitz und ich, wir sind mehr die Farbenplanung und Farbgestaltung. Und meine Frau ist spezialisiert auf Wandmalereien, Illusionsmalereien, also hauptsächlich im Innenbereich die Gestaltung von Räumen. Und wie lange gibt es hier schon? Das Atelier gibt es in Heidhausen seit 16 Jahren, so lange wie wir in München sind. Mhm. Wir sind inzwischen dreimal umgezogen hier im Viertel und das ist jetzt die Krönung. Großer Raum, großes Schaufenster. Und da, wir haben den großen Raum auch wegen den Seminaren, weil wir viele Seminare anbieten für Wandmalerei und Farbgestaltung. Und was kommen da für Leute? Sind das mehr die Profis oder die Amateure? Das sind die Amateure, die professionelle Ambitionen haben. Also ich meine, nur als VHS-Kurs, so weil es so schön ist, dafür ist es zu anspruchsvoll und auch zu professionell. Also Maler kommen viele, Malermeister oder Malerfrauen, die dann eben den dekorativen Bereich, den gestalterischen Bereich vertiefen wollen. Und auch viele Leute, die so im künstlerischen Bereich arbeiten, aber jetzt auch ein bisschen orientiert hin auf was man verkaufen kann und was auch wirklich ins Leben Einzug erhält und was dann nicht nur als Bild irgendwo im Bettkasten liegt oder nur so im Zimmer rumsteht. Ja, man möchte ja auch was erreichen mit seinen Sachen und das geht mit Wandmalerei ganz gut. Ja. Na, wissen Sie, mein Beruf überlegt man sich ja oft, warum tut jemand etwas? Und bei Ihnen kommen ja eben diese beiden Dinge zusammen. Einmal, um Geld zu verdienen. Und zum anderen auch, weil er da wirklich eine Berufung sieht, seine Umgebung doch auf die Umgebung gestalterisch einzuwirken. Sehe ich das richtig oder ist das noch etwas zu her ausgedrückt? Nee, das ist ganz richtig. Und zwar arbeitet man nicht, um Geld zu verdienen, sondern ich arbeite aus meiner Berufung, weil einfach mein Leben mich dahin geführt hat, dass ich jetzt da bin, wo ich bin. Und ich möchte es einfach schön haben. Und also, wie schaut da die Ausbildung aus? Gibt es überhaupt eine Ausbildung Farbgestalter oder... Ja, es gibt verschiedene Anbieter, die Farbkompetenz vermitteln. Da gibt es einmal staatliche Hochschulen, Fachhochschulen oder auch so Sachen in privater Trägerschaft. Aber letztlich, also wenn Sie mich angucken, ich bin Autodidakt und viele Leute, die richtig gut sind und auch was können, weil sie mit Herzblut und Engagement sich mit dem Thema verbunden haben, die schaffen das dann auch ohne irgendwo ein Diplom zu haben. Ja. Mir kommt es oft so vor, als wäre Farbe in Häusern eigentlich mehr eine Verlegenheitslösung und nie was Gezieltes. Täuscht dieser Eindruck? Also wissen, was ich meine, oder? Ja, natürlich, weil es herrscht ja in der Architektur, herrschte ganz lange die Meinung, dass die Architektur schon fertig ist, auch ohne Farbe. Und die Farbe nur eine Dekoration ist, eben nachträglich drankommt. Heute stehen wir auf der Stufe, dass wir wissen, die Architektur muss mit Farbe als farbige Wirkung gedacht werden. Und das hat sich aber noch nicht ganz rumgesprochen. Ne? Also was jetzt Heidhausen angeht, muss ich sagen, da sind wir verwöhnt mit auch relativ gelungener Farbigkeit in weiten Bereichen. Das hat auch mit dem Ensembleschutz zu tun, den wir hier haben, eben dass das Denkmalamt da ein bisschen ein Auge drauf hat. Ja, und hat damit zu tun, dass wir eine schöne historische Substanz haben, die uns auch trägt und uns auch Vorgaben gibt. Weil heute als moderne Menschen, da weiß man ja nie, wie man es machen soll. Wenn wir jetzt ein modernes Gebäude haben mit der Formensprache des 21. Jahrhunderts, da steht ja gar nicht fest, welche Farbigkeit das haben soll. Da ist man ein bisschen... Da ist Farbigkeit vor allem etwas, wo es immer den Anschein erweckt, sie gehört nicht dazu. Damen und Herren, und wir sind heute in so einer Umgebung draußen in der Parkstadt Schwabing, wo es also wirklich nur viel Glas hast. Ein bisschen Natursteinfarben und dann halt Sichtbeton. Und deshalb möchte ich mich zusammen mit dem Herrn Behnert und dem Herrn Opitz im Folgenden etwas mit Farben
in der Architektur befassen, mit Farben, die es schon gibt und mit Farben, die es eben noch nicht gibt, die es vielleicht geben könnte. Und da beginnen wir heute und bei Ihnen jetzt gleich mal mit einem kleinen Rundgang in Ihrem Studio. Also eine kleine Pause und dann sehen wir uns da drin wieder. Der Münchner Stadtrundgang mit Christopher Griebel.